Wieder ein Schmankerl in der Klosterkapelle in Mautern. Besinnliches in der besinnlichsten Zeit des Jahres. So kann man das Bremen-Konzert Zillertal Steirische Adventklänge am besten beschreiben. Die Hurfschneider aus der Steiermark eröffneten den Adventabend mit ihren schönsten Weihnachtsliedern. Das besondere Ambiente der Klosterkirche in Mautern bot dem Konzert die perfekte Abrundung zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Ihr Kind zu Bette bringt, meine Arbeit trennt mich von zu Hause, von der Heimat, Familienglück. Es ist Abend, ich denk an zu Hause. Mich ruft das Heimweh, ich möcht noch heut zurück. Hol ja, 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 hol ja. Ein Konzert in einer Kirche ist ja nicht alltäglich. Gibt es dafür eine besondere Einstimmung? Ja, also wir haben relativ lange schon geprobt und eben passende Lieder gesucht, damit wir auch unserem Motto steirisch-zillertalerische Weihnachtsklänge eben gerecht werden können. Wir haben geschaut, dass wir alte steirische Advent- und Weihnachtslieder finden und haben uns eben dementsprechend auch vorbereitet. Was passiert nach den Weihnachten? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Ja, haben wir. Wir tun jedes Jahr nach den Weihnachten bis zu den Silvestertagen Hausbesuche machen. Bei uns ist Brauch, dass Neujahr geeigt wird und da besuchen wir unsere Fans und unsere treuen Personen, die uns immer unterstützen und wünschen ihnen fürs kommende Jahr alles Gute. Und dann geht es schon weiter in die Ballsaison und in die Faschingssaison und dann kommt schon wieder Hochzeitsprogramm und Festeln und Zeltfesteln. Es geht dahin. Die Meierhofener mit Erwin Aschenwald begeisterten die rund 300 Besucher mit ihren Weihnachtsliedern aus dem Zillertal. Es sind schon lange kein Vogel mehr, der alte Kirschbaum steht kahl und leer. Indexfrau Holde mit Flocken zu, dann fragt der Vater, wann wird es ruhig um die Konsumme der Lichterstadt? Da lag sich mancher als nimmer satt und Kreaturen in Heul und Haut. Die 100.000 sind Betten alt, Weihnachten. Kein falscher Schein, Weihnacht bei Kerzen mit dir allein. Weihnacht im Frieden und Seelenruhe. Ich schau kein Jesulein von oben zu. Was für einen Stellenwert hat so ein Konzert in einer Kirche gegenüber einem normalen Konzert in einem Saal oder bei einem Auftritt? Persönlichkeit, Menschlichkeit, Nähe zur Religion, in diesem Fall Christentum, so bin ich aufgewachsen, aber einfach, wo Menschen sich selbst wieder finden. Du besingst die stille Weihnachtszeit. Wie wichtig sind dir die Feiertage und die Weihnachtstage daheim mit der Familie? Die stille Zeit besinge ich schon, aber die stille Zeit, also bei uns daheim, in der Familie gibt es sie noch, aber
in diesem Tourismushochbogen nicht. Deshalb bin ich ja immer dabei, Lieder zu singen, die wirklich, auch wenn sie einigen nicht ins Konzept passen, zu singen. Man kann nicht nur glorifizieren, sondern man muss die Tatsachen aufsagen. Aber jeder kann die stille Zeit suchen und er wird sie auch finden. Auf alle Fälle, die Familie ist das größte Eigentum, ist eigentlich falsch gesagt, der größte Schatz und das größte Geschenk der Schöpfung von bis. Die Keimzelle schlechthin des Staates, und ich feiere das ganz bescheiden mit meinen Kindern und meinen Enkeln. Ich brauche kein Geschenk. Mir hat Gott so viel geschenkt und ich darf in diesem Fall die Steirer und Steirerinnen erfreuen mit meinen bescheidenen Liedern. So wie es im Himmel laut ist worden, das Kindl wird in Bethlehem geboren, möcht jeder der zigtausend Stern gern Wegweiser hin zum Christkindl werden. Und unterm großen Himmelszelt wird der Morgenstern auserwählt. Als erster sagt der Jupiter, nimm mich, weil ich berühmt bin, Herr, weil mich die Menschen kennen und schon deswegen entgegenrennen. Der Saturn und der Merkur und noch viele mehr drängen sie vor, jeder blaht sie auf und strahlt, ob die Wohl nicht auf ihren fällt. Ein winziges in der letzten Reihe sagt leise, ich möcht's auch gern sein. Doch keiner traut denken, dass die Großen den kleinen Winzling vieri lassen. Unmöglich sonst, man muss bedenken, es kommt sie in einem Baum verhängen. Und was will das kleine Sternderl mit einem Schein wie ein Laternderl? Gott Vater hört das und voll Zorn, holt er den Kleinsten ganz nach vorn, bindt ihm hinter Maschel dran, dass er die Richtung anzuhören kann. Schenkt ihm einen Schein, so licht es geht, und sagt, ab heut hast du Komet. Und so die anderen Gestirn, es könnt auf euch am Platz marschieren, begleiten noch ein Stückchen zu Fuß und sag ihm, wie man leichten muss. Ist nicht am großen Himmelszelt, genauso wie auf unserer Welt, die Letzten sollen die Ersten werden. Mit Bethlehem, der kleine Stern. Weiter geht's im Programm mit einem typisch steirischen Adventlied. Hier ist der raue Winter da. Man hört kein Vogel pfeifen, man sieht kein Blatterl klein, kein Brändelglockenlein, kein Damsel auf der Höhe, kein Brändelglockenlein, kein Damsel auf der Höhe.